Ich muss doch mal einen Meter, ich laufe dabei außen rum. Der Hemp ist zum Musikmachen da und ja. Das gibt ja dann noch den Musiker Thomas Gluck, ja. Der von außen betrachtet vielleicht die letzten 2 Jahre ausschließlich monogam über einen Verstärker geredet hat, aber der doch irgendwie mehr ist als Bonn. Ja genau, also das, ich habe immer meine 2 Standbeine gehabt, ich war schon immer Musiker und Techniker oder Bastler, sage ich jetzt mal. Und diese Sachen kann ich auch gar nicht steuern, weil ich stehe morgens auf und habe eine musikalische Idee oder einen Drang oder eine Idee für ein Gerät oder für ein Konzept oder eine Problemlösung an einem Gerät oder eine Idee für ein Arrangement. Das entsteht im Unterbewussten. Das kann ich nicht steuern. So. Und genauso lebe ich das auch. Natürlich habe ich die letzten Jahre viele meiner Energie auch in das Projekt Blue Guitar und Amp One und Boxen und was auch noch alles dazu kommt und Remote gesteckt, aber den Musiker, den gibt es immer und den wird es auch immer geben und ich mache ja auch irgendwie meine Live-Konzerte, ob das jetzt Blue Plays Hendrix ist, ob das Rock Anarchie ist, die Thomas Blue Band und keine Ahnung, also Musik gibt es immer, es gibt auch immer neue Ideen. Wenn man dann mal einen neuen Tonträger hört, heißt das noch lange nichts, dass ich da jahrelang dran gearbeitet habe. Oder wann ich dran gearbeitet habe, das weiß ja keiner. Ist unvorhersehbar letztendlich, ja. Du bist aber dazu übergegangen, dir eine bewusstseinserweiternde Maßnahme zu gönnen. Das ist Blug mit Symphonieorchester. Ja. Ganz interessante Sache, oder? Ja, natürlich. Für mich ein ganz lang gehegter Wunsch, ein konzertantes Erlebnis zu machen, weil die Thomas Blug Band auch schon konzertante Musik zelebriert hat, also komponiert und aufgeführt und so weiter. Und ein Symphonieorchester ist das ja per se. Ja, das klar. Ist deren Job. So, und jetzt das Ganze zu vereinen, meine Band und das Orchester, das war schon. Also das habe ich schon lange als Sound gehört und ich muss sagen, es war geil. Besteht aber für euch wahrscheinlich erstmal aus Reduktion, weil einfach deutlich weniger Raum da ist, um eure Sachen zu machen, oder bin ich da auf dem falschen Pferd? Und das ist nämlich genau der Punkt, okay. Du hast es noch nicht gehört. Ja. Natürlich mit Respekt dem Orchester gegenüber, das nicht platt zu machen. Ja, klar. Aber ich war der Meinung, bei diesem Konzert und bei diesem ganzen Konzept, jeder muss authentisch sein Ding machen. Okay. Also ich wollte nicht zum Tanzmusiker mutieren, der dann irgendwie so in Ehrfurcht vor dem Ding mit dem Notenständer steht und dann irgendwie so 3 Noten macht, sondern ich wollte mein Ding machen. Ja, okay. Und genauso hat das Orchester sein Ding machen sollen. Okay. Und so habe ich auch das Orchester überzeugen können. Weil das Erste war, ich habe mit dem Dirigenten gesprochen und habe dem gesagt, pass mal auf, das muss groß sein. Ihr seid 80 Mann. So, ne? Jetzt habe ich gesagt, ich sage dir mal große Rockmusik, ne? Das sage ich The Who, ne? Ja. Baba O'Reilly oder Kashmir, ne? Oder keine Ahnung. Ich habe dann so ein paar Bond-Sachen und so weiter. Ich bin von Instrumentals auch eigene Sachen, also Titel von mir drauf, Stratking und Paul's Blues und egal. Aber ich habe große Sachen genommen. Ja. So, weil große Besetzung, große Sachen, ne? Ja, klar. Ansonsten hätte man mit dem Streichquartett arbeiten können oder so, dann hätte man intimeren Sound gemacht. Und das hat der Dirigent sofort verstanden. Okay. Und das hat ihm gesagt, alles klar, dann hau ich auch auf die Kacke, ne? Mhm. So, und dann habe ich mich aber mit dem Dirigenten hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht, wie hat jeder seinen Platz? Mhm. Und wir haben sogar Sachen gemacht, die sind da leider nicht drauf, weil da habe ich die Rechte nicht für bekommen. Okay. Weil großes Recht heißt, also wirklich klassische Werke nehmen und die sind teurer bei der GEMA. Die habe ich mir nicht leisten können. Okay. Aber wir haben zum Beispiel richtige Klassik-Sachen gehabt, wo wir dann einfach
das Orchester, die Partitur, das Orchester hat alleine gespielt und dann haben wir es abgewechselt gegen die Band, dann mit der Band. So, und dann muss man halt einfach diszipliniert zusammenarbeiten, gegeneinander sich battlen und alles. Ne? Ja, klar, alles und drin. Alles drin, so. Und das auch auf Augenhöhe. Ja. Und das ist uns, glaube ich, in der ganz kurzen Zeit sehr schnell gelungen, weil der Dirigent den Grundansatz mitgetragen hat. Genau. Ja. Und davor hatte ich wirklich Angst, weil ich bin auch nur der, der ich bin, wenn ich mein Ding machen kann. Ja, klar. Ich habe sehr leise auf der Bühne gespielt, das muss ich dazu sagen. Ich hatte diesen Amp dabei, der stand auf 3. Okay. Normalerweise bin ich auf 6. Wenn da 80 Mann noch zusätzlich sind, ist 3 im Prinzip gar nichts. Ja, aber ich sag mal so, ich stand auch neben den kleinen Geigen. Und ich muss sagen, aus so einer Violine, ne, ohne Verstärker, kommt halt auch nicht so viel raus. Ja, und, also ich habe an meiner Unterkante gespielt, denen zuliebe. Ja. Das Schlagzeug war halt in dem üblichen Plexiglas-Koffer. Beruhigt. Beruhigt, aber es war okay, man konnte es machen. So. Mhm. Und wir haben auch richtig Gas gegeben. Also das sind, das funktionierte. Okay. Also bin damit nicht unzufrieden und freue mich, wenn es auch mal wieder in Zukunft klappt. Aber jetzt ist erstmal dieses DVD da und da bin ich super happy drüber. Symphonie ist ja durchaus eine andere Welt, das hast du jetzt im Nachgang auch gemerkt, weil dann nochmal ein Telefon klingelt und auf einmal ganz andere Leute anrufen und fragen, ob du Zeit hattest. Ja, okay, ich meine, der erste positive Nebeneffekt von dieser Sache ist, dass die Staatskanzlei rief mich an und hat gesagt, ja, 60er Jahrestag, bla 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 und man braucht... Gast und man könnte gerne das Symphonieorchester mit dem i-Tüpfelchen. Genau, und dann darf man auch mal seine E-Gitarre vor der Bundeskanzlerin spielen. Das werden wir jetzt in Kürze sehen, ob wir das unter einen Hut kriegen, aber immerhin war der Anruf schon da und ich würde glaube, mich freuen, wenn es klappt, weil es ist, ne? Kriegen wir schon von Menschen für Menschen. Denke ich auch, ne? Und das haben wir auch hier bei dem Projekt gemerkt, ne? Das hat einfach allen Beteiligten Spaß gemacht. Also, wenn man die DVD sieht und dem Dirigenten zuschaut, sieht man, was er alles durchlitten hat und was er alles genießt. Und viele von den Sachen, ich hab freie Interpretationen, ich habe zum Beispiel auch allein Toccata von Bach gespielt. Wir konnten das nie proben, weil wir hatten keine Zeit. Ja, ich habe gesagt, das mache ich dann. Auf der Bühne hat er das zum allerersten Mal gehört, während die Kameras liefen. Mhm. So, und das Gesicht davon ist großartig, weil der hat gedacht, interessant, so kann man das auch machen. Ja, okay, das war das Projekt mit dem Symphonieorchester. Nicht Symphonieorchester, aber nicht weniger spannend. Ja, 3 Gitarren. G3D. Genau, D3. D3, genau. Die drei deutschen Gitarren. Deutschen sind zusammen unterwegs. Genau, das ist Uli John Roth, Viktor Smolski und Thomas Blug. Und wir werden am Freitag, 22. und Samstag, 23. Mai in Bocholt in der alten Molkerei spielen. Wird es halt spannend sein, ich sag mal so, es wird schon etwas Neoklassik-Rock-mäßig angehaucht sein bei den Beteiligten. Ja. Und ich habe auch ein bisschen das Genre dann, wir spielen ja zusammen. Mhm. Das heißt, ich ziehe mir auch ein paar Sachen rein, die aus dieser Welt stammen. Völlig in Ordnung. Ne? Damit wir auch ein bisschen näher zusammenrücken können. Dann haben wir auch Sachen, wo wir unterschiedlich sind. Und es bleibt sehr spannend. Ich finde diese Momentaufnahmen immer genial, weil es kann halt wirklich so diese ultimative Moment passieren. Genau. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals auf der Musikmesse gesessen, hatten uns über Hendrix unterhalten und da war in Hamburg das Demel und Demel war es, ne? Max Demel, du und der René Hansen. Genau. Zu dritt, wo du irgendwie so sagtest auf dem Sofa, auf der Messe, ja eigentlich hab ich es gehabt. An der Stelle, das war so der Moment, der es im Augenblick gewesen war. Ne? Genau. Und sowas kann halt dabei rauskommen und insofern ist es dann auch immer cool, wenn man vielleicht dabei ist. Genau. Und sagen wir so, für mich ist jedes Konzert, sagen wir mal, ein besonderes Erlebnis. Auch für mich, auch wenn ich mit dem einen und selben Programm spiele. Nur hier ist es natürlich besonders aufregend, weil es kommen ganz viele neue Einflüsse, andere Musiker, Kollegen und das Zwiegespräch und was auch immer sich daraus ergibt. Ja. Und das ist, warum ich Musik mache. Ja, man muss sich einlassen. Genau. Ja, und dann funktioniert das auch.
weil, sag mal so, ich war nie jemand, der irgendwas sich wie eine Zirkusnummer draufgezogen hat und das nur abgespult hat. Ja. Es gibt Kollegen von mir, die können das. Die können das auch viel besser wie ich, weil das ist eine Disziplinfrage. Ich bin eher die musikalische Labertasche und stelle mich dahin und guck mal, was geht und wer mit mir spricht. Ja, es gibt einen Akustikgitarristen, Don Alder, mit dem hat mich auf der NAMM unterhalten. Der hat genau auf diese beiden Personen abgestellt und hat gesagt, der diese kreative Freiheit gönnt, ja, so wie du das jetzt machst, ist letztendlich aber auch der, der permanent sich verkaufen muss. Klar. Ja, und er ist nur erfolgreich, wenn ihm das gelingt, über diese Eigenständigkeit und diese Kreativität sich auch zu verkaufen. Insofern bist du schon ganz schön weit gekommen. Hut ab. Ja, okay. Du, ich mach mein Ding und es ist für mich, es gibt für mich keine Alternative, um ehrlich zu sein. Ich habe lange Dienstleister gemacht. Ne? Ja, ich habe Tic-Tac-Toe, Purple Shoes, Rainbirds, No Angels und den ganzen Pop-Wahnsinn gemacht. Ich bereue das auch nicht, aber ich war dort und kann einfach irgendwann sagen, Moment mal, warum habe ich eigentlich Musik gemacht? Was will ich mit dem Rest von meinem Leben anfangen? Ja. Um dann irgendwann zu sagen, stopp, die Reproduktion von Musik, die ich zwar okay finde, aber die mir jetzt nicht alles bedeutet, brauche ich das noch? Habe ich schon gehabt, ne? Ja. So, und solange ich dabei nicht bankrott gehe, ist für mich die Welt in Ordnung und ich möchte halt irgendwie mein Ding machen, freue mich über jeden, der die Konzerte wirklich besucht und mit dem man auch die tollen Momente teilen kann, weil das meiste, was mir letzter Zeit begegnet ist, auch in Clubs, wo ich schon öfters gespielt habe, wo die Leute sagen, Mann, die Band, die Musik, die gehen auf teure Konzerte, ich möchte keine Namen nennen und es ist auch alles super, ja, klar. Aber die hören dann so eine Band wie meine Band, es geht gar nicht um mich, sondern um die gesamte Band da spielen und das hat einfach so eine ausgewogene und ausgekochte und spontane und das lebt noch. Ja, mein Lieblingswort ist genau das, was du sagst, organisch. Ne? Produziert und organisch. Genau. Das sind so die beiden Kontrapunkte und irgendwie eine Jam-Session kann natürlich auch jede Menge Müll passieren und das ist manchmal nicht wirklich nett anzuhören, aber trotzdem würde ich mir immer in einer kleinen Kneipe so eine Session vorziehen, um den einen Moment der Genialität mitzunehmen, genau. Als mich im Zweifelsfall in ein überproduziertes Ding zu setzen. Genau. Und das ist eigentlich ganz interessant. Was wir jetzt mit unseren Bandprojekten schaffen, ist, selbst mit dem Orchester, so viel Freiheiten innerhalb des Sets einzubauen, bewusst einzubauen, dass immer noch mal in Session Momente passieren können. Mhm. Also ich merke schon beim zweiten Song, wenn die Band zu viel auf Verlässlichkeit spielt, zieh ich die Leine, sage ich mal so, beim Spielen und improvisiere irgendwo hin, wo die vorher nicht wussten, dass was. So, und ab dann. Captain Picard, oder? Genau. Ja. Und ab dann machen wir Musik. Und ab dann kann man nämlich Folgendes erleben: eine eingespielte Band mit einem Routinenniveau plus den Überraschungsmoment von Session. Die zieht, genau. Und da gehe ich glücklich und zufrieden ins Bett und das Publikum auch. Darum mache ich Musik. Und das kriegen wir auch fast jedes Mal hin. Cool. Ja. Yeah. Bett war so ein halbes Stichwort, weil du musst noch fahren, ich muss arbeiten. Den Nachtschichtruf. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Falls irgendwie alle Stricke reißen sollten, sind 90 Millionen Euro drin. Wenn du was gewinnst, gib mir bitte was ab. Nett, dass du da warst. Achso, ich muss gar nichts mehr ausfüllen. Du musst das nur irgendwann auf den Scanner halten und schauen, ob du gewonnen hast. Das ist ja geil, okay. Das denke ich mir. Also, falls ich demnächst Millionär bin, es liegt mit Sicherheit an diesem los. Mille grazie. Sehr gerne. Und noch ein halbes Schlaflied und dann sind wir hier raus. Ein halbes Schlaflied in E-Moll. 'Dir. Musikerboard sagt danke an Thomas. Hat Spaß gemacht. Und solltest du mal wieder hungrig sein, kommst du vorbei. Ja, die.